ist drin. Und wir blicken mal auf unsere hübsche Garde bei Eurosport. Salut Katja, so, gestern haben wir beide Medaillen gewonnen. Ja, die Franzosen waren sicherlich sehr, sehr glücklich mit der Vorstellung von Marta Foucault und die Deutschen mit Magdalena Neuner. Aber wir haben jetzt auch noch die Verfolger vor uns. Und die Zuschauer, kann man das eigentlich irgendwie in Worte fassen, das ist wirklich sehr, sehr schwierig heute. Aber auch was den Schnee betrifft, das ist sehr, sehr weich. Und wie Katja sagt, der Schnee ist sehr, sehr feucht. Und das bestätigt Sandrine Bailly dann auch, weil es auch über Nacht nicht kalt geworden ist, nicht so kalt geworden ist. Also das werden schwierige Bedingungen für alle. Ja, und die Katja hofft natürlich, dass Andy Birnbacher noch einen Schluck, einen kleinen Schritt nach vorne machen kann. Aber ich denke, vielleicht doch Marta Foucault, jawohl. Und Sandrine Bailly schaut natürlich, bestätigt das Marta Foucault. Ich bin auf seiner Seite, das ist ja klar, er könnte das wiederholen. Und ich bin aber auch sicher, dass Emil Hegli Revanche fordern wird.